So, seid ihr schon da? Schreibt kurz. Hallo Isabelle, hallo Uta. Ich warte noch, bis ein paar mehr geschrieben haben. Wir sind schon sechs Leute. Ich warte noch die 3 oder 2 Minuten. 7. Welche Seite? Also ich habe schon die offizielle Karus-Ausgabe. Ja, ich spiele heute auf der Orgel in diesem Gebetsraum oder wie auch immer. Das heißt, ich kann auch mit den Füßen spielen. Ja, ich habe die offizielle Karus-Ausgabe. Und zwar ist es bei mir auf der Seite 38. Wir sind, ja, Ton, naja, das ist natürlich nicht so gut. Nadine ist hoffentlich gleich da. Wir sind in der Nummer 3, also wir sind kurz vor der Fuge. Also wir sind in der gleichen Nummer wie die Fuge. Die Fuge fängt an in Takt 173 und wir fangen an in Takt 144, also ein paar Takte davor. Das haben wir schon geprobt. Genau, dann lasst uns doch direkt anfangen. Hallo Andrea, hello everybody. So. Takt 144 in der Nummer 3. Das ist ein Dreiertakt. Und die halben Noten haben einen Schlag. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nun, Herr, weshalb ich mich tröste? Vielleicht sprechen wir das einfach mal. Ab Takt 144 nur sprechen. Und 1. Nun, Herr. Eins. Nun her, was soll ich mich trösten? Mich trösten. Noch einmal. Und eins. Nun her, eins. Nun her, was soll ich mich trösten? Mich trösten. Glaubt, ihr seht diese Synkope, ne? In Takt 146. Trösten. Und trösten. Mich trösten. Das ist ganz wichtig. Die Töne. Und eins. Nun Herr, was soll ich mich trösten? Mich trösten. Okay. Genau. Noch einmal die Töne. Nun Herr, was soll ich mich trösten? Mal
Eins. Nun, Herr, nun. Achtung, und eins. Nun, Herr. Eins. Ihr müsst einfach schreiben, wenn ihr die Orgel nicht hört oder so. Ich kann das nämlich anders registrieren. Vielleicht ist es besser. Ja. Wir kriegen einen Besuch. Geht's? Ja, wir sind auf der Seite 38. Egal. Ich bin auch nicht eingezogen. Achtung, nochmal, 144. Und wir bleiben auf dem zweiten Nun stehen. Und eins. Sehr schön. Jetzt bleiben wir auf dem zweiten Herr stehen. Nun, Herr, nun, Herr, und eins. Nun, Herr, nun, Herr. Genau. Und jetzt müssen wir einfach den Dreiklang hoch. Nun, Herr, es. Und nur die Töne und eins. Sehr schön. Jetzt zusammen ein. Achtung, 144, also quasi von vorne. Und eins. Weiter und eins. Was soll ich mich trösten? Und in Takt 152 haben wir einen Schlag mehr. Wir haben also 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Wir sprechen mal beide hintereinander. Takt 150 geht es los. Nur sprechen. Und 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Und jetzt 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Sehr schön. Die Töne sind zum Glück gleich. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Und 150. 3 und 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Und 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Genau. Ich habe gesagt, die Töne sind gleich, das stimmt nicht so ganz. Wir haben nämlich 153. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Wir fangen an, Takt 152. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Und 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Sehr schön. Jetzt im Zusammenhang, 144. Wir müssen es üben. Nun, Herr, und 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Mich trösten. Und 1. Nun, Herr, 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? Und 1. Nun, Herr, was soll ich mich trösten? 1. Nun, Herr, Thank you.
einmal nur sprechen ab 154. Und eins. Nun her. Nun her. Eins. Wes soll ich mich trösten? Genau. Die Töne. Nun her, nun her, wes soll ich mich trösten? Und eins. Nun her, nun her, wes soll ich mich trösten? Drei, zwei, drei, eins. Wes soll ich mich trösten? Gleich auch Töne. Wes soll ich mich trösten? Und eins. Wes soll ich mich trösten? Ja, sehr schön. Jetzt kommt die tricky Stelle ab Takt 165. Wir haben immer noch einen Dreiertakt, ne? Eins, zwei, drei. Und jetzt kommen die Triolen drauf. Das heißt, jeder Schlag wird durch drei geteilt. Das heißt, wir haben da, 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 ne? Ab Takt 165, ich spiele es einmal vor. Ich hoffe auf dich. Nur so viel. Und ich jetzt mit den Tönen. Ich hoffe, drei. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ja, sehr schön. Dieses letzte Hoffen ist echt lang. Hoffe. Das ist nämlich eine sogenannte Hemiole. Für die, die es interessiert, wahrscheinlich niemanden, aber ich erzähle sie trotzdem. Wir haben einen Dreiertakt und wenn man zwei Dreiertakte zusammentut, hat man ja insgesamt sechs Schläge. Und diese sechs Schläge kann man jetzt aufteilen in 2x3 oder 3x2. Das heißt, ich kann machen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder, was Brahms hier macht, er macht einfach 3x2. Er macht 1,
2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir haben, und das ist, passiert ganz häufig am Ende eines Stücks, eine Hymnode, also hier kurz vor der Fuge, da fängt ja die Fuge an. Das heißt, wir haben immer ho, ho, hoffe auf dich, ich ho, hoffe auf dich. Das heißt, er schiebt einfach drei Zweiertakte ein. Ist das nicht interessant? Ja. Jetzt machen wir die ganze Stelle ab 165. Ich hoffe, und ich spiele die anderen Stimmen vorher kurz rein. Achtung, das fängt an. 1, 2, 3. Ich hoffe. Nehmen uns jetzt die Fuge vor und wir fangen an gleich an einer der sängerisch schwersten Stellen, weil ich weiß, wie gerne ihr hoch singt, und zwar 185. Viel Spaß! Und nicht unbedingt halten, ne? Dann bekommt es so eine merkwürdige Betonung und man macht sich die Stimme kaputt. Genau. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir Anlauf. Und zwar fangen wir zwei Takte davor an. Bei der gerechten Seelen sieht eben Gottes Hand. Und diese Note, das Len von Seelen, das könnt ihr euch gleich einkreisen. Normalerweise singen wir immer der gerechten Seelen. Und hier heißt es der gerechten Seelen sieht eben Gottes Hand. Achtung, es ist höher, ja. Es ist höher als üblich, ne? Also das eigentliche Fugenthema heißt ja der gerechten Seelen singt. Das hört ihr immer. Und ihr müsst aber jetzt an dieser Stelle singen. Nur einmal. Der gerechten Seelen singt in Gottes Hand und keine Kraft. Und so weiter. Achtung, wir fangen an 183. Und 1. Keine Qual, keine Qual, rühret sie an. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Wir fangen gleich an in Takt 187. 187 bei keine Qual. Es ist nach der 3. Ich mache es einmal vor. 1, 2, 3. Keine Qual, keine Qual. Rühret sie an. Nun bis dahin. Achtung. 1, 2, 3. Keine Qual, keine Qual. Ihr habt mehr Schläge als man glaubt. Gleiche Stelle, 187 auf keine. 1, 2,
3. Keine Quadrühre sie an. Genau, und jetzt müssen wir hoch. Rühre sie an und keine Quadrühre sie an. Und das zäumen wir mal von hinten auf. Takt 190. Wir machen einmal nur. Und jetzt. Sehr schön. Und davor einfach mal so eine hohe Note, ganz locker. Und. Ein letztes Mal. Und. Sehr schön. Und jetzt mit dem und keine davor. Das heißt, ich fange an mit den letzten drei Tönen in Takt 189. Dann letztes Mal, nach der 3 geht's los. 1, 2, 3. Sehr, sehr schön. Genau, jetzt gehen wir wieder nach vorne und wir gucken uns den ersten Sopraneinsatz an. Takt 178. Da habt ihr wieder das normale Thema mit dem D. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und kein Tag rührt sie an. Achtung und eins. Ja, und deswegen müsst ihr, die Qual kurz machen, ne? Und keine Qual rührt sie an, damit ihr genug Zeit habt, um auf das Rühr zu kommen. Ein letztes Mal mit kurzer Qual und eins. Sehr schön. Und ihr merkt quasi das sogenannte Kontrasubjekt ist immer dieses synkopierte. Keine Qual, das folgt ganz oft auf das Thema. Und deswegen fangen wir direkt da an, Takt 180. Keine Qual, rühre sie an. Also das ist ganz parallel zu der Stelle, die wir eben geprobt haben, die später kommt in der Fuge. 180, keine Qual und 3. Für den nächsten Themeneinsatz müsst ihr dann nur eins runter zu der gerechten Seelen mit dem hohen E. Genau. Jetzt machen wir das Ganze. 178. Ihr wisst ja, ich liebe es zu wiederholen und sich die Stimme kaputt zu singen. Und eins. Keine Karte. Genau, und das erspare ich euch. Die Qual erspare ich euch, weil es ist wirklich eine Qual. Ich muss es aber noch einmal, ich lasse es jetzt drauf ankommen. Wir machen einmal bitte Takt 183 und bleiben wirklich auf diesem E stehen. Der gerechte Seele. Es ist hoch. Und eins. Sehr schön. Und jetzt einmal das normale. Der gerechte Seele. Und eins.
jetzt nochmal das zweite im Stehen bleiben und eins. Sehr schön. Dann geht es weiter im Text. Wir haben gerade dieses Takt 190, haben wir gerade die Qual des hohen Bs hinter uns gebracht. Und jetzt müssen wir wieder runter. Und hier müsst ihr euch einkreisen, dass das Thema auf erstens, das fängt auf einem anderen Schlag an. Meistens heißt es eins der gerecht. Eins der gerecht. An dieser Stelle, Tag 191, heißt es eins der gerechten Seelen. Eins der gerecht. Wir sprechen einmal das normale Thema. Achtung, um eins. Der gerechten Seelen sehend eben Gottes hat und keine Qual rühret sie an. Und jetzt sprechen wir das Thema mit der vorgenommenen Note in Takt 191. Achtung, und eins. Der gerechten Seelen sehend eben Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Genau. Und ihr merkt, der Akzent gehört immer auf das Rühret, ne? Wir wollen auf keinen Fall und keine Qual rühret sie an, sondern und keine Qual rühret sie an. Das ist ja überhaupt das Interessante an diesem Thema. Genau. Und jetzt sind aber in Takt 191 die Töne natürlich anders. Anstatt macht er alles einen Ton höher. Der gerechte Seelen zieht die Gottes Hand. Und dann wird es traurig. Und jetzt nochmal. Der gerechte Seelen. Und so weiter. Wir können es einfach sehen. Achtung. Und eins. Der gerechte. Genau. Und dann, wir haben einmal. Sind in Gottes Hand. Da haben wir ein F. Und im nächsten Takt auf Rü kommt. Ne, wir haben. Ne, wir haben einmal Gottes Hand. Und dann haben wir. Wir machen also die letzten drei Töne in Takt 192. Und keine Qual rühret sie an. Und eins. Wenn wir dort angekommen sind, haben wir es geschafft. Das Schwere ist eigentlich ab Takt 196 wieder vorbei. Wir sprechen noch einmal den Rhythmus ab Takt 194 mit Auftakt. Zusammen geht auf der 4 los. 1, 2, 3. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Ihr merkt, ab Takt 195 heißt es Hand und keine Qual rühret sie an. Die Akzente sind alle verschoben. Wir machen gleich Takt 195. Hand und, Achtung, und. Hand und keine Qual rühret sie an. Sehr schön. Die Töne. Der gerechte Seelen sind in Gottes Hand. Wir haben dieses schöne. Der gerechte Seelen sind. Nur so viel. Der gerechte Seelen sind. Und. Ja, wir machen einmal. Ein letztes Mal und. Sehr schön. Und jetzt. Der gerechten Seelen sind. Und.
Genau, wir haben dann. Einfach eine Tonleiter. Gleich ab. Und klein. Und jetzt. Und klein. Noch 3 Minuten, Leute, dann habt ihr es geschafft. So. Ich bin bei der nächsten Sopranstelle, Takt 199. Der gerechten Seelen singen gegen Gottes Wort und keine Quatte rührt sie an. Ne? Sonst heißt es immer, rührt sie an. Und jetzt heißt es, rührt sie an. Genau. Und der dritte Ton. Der gerechte. Sonst war es immer, der gerechte. Und jetzt heißt es, der gerechte. Schön. Oder? Eins. 2, 3. Der gerechte Seelen singen Gottes Wort und keine Quatsch rührt sie an. Wir machen einmal das Normale. Rührt sie an. Und. Rührt sie an. Und hier das einzige Mal, wo es heißt. Rührt sie an. Und. Sehr schön. Nochmal ab 199 mit Auftakt. Der gerecht und rein. Und eins. Und keine Qual rühren sie alle. Und eins. Eins und zwei. Sehr schön. Und dann kommt diese geile, geile, geile Stelle. Ab Takt 202. 202. Und da antwortet ihr quasi immer auf den Bass. Ne? Der Bass macht eins. Und keine Qual, ne Qual. Also der Bass singt euch das immer vor, die antwortet. Achtung, ihr habt dann und kein. Bass fängt an. Und eins. Und kein. Und keine Qual. Von der Kollegin Nadine. Wir haben im Takt 205 immer dieses C. Qual, deine Qual. Und jetzt kommt beim dritten Mal, natürlich immer beim dritten Mal, deine Qual. Ne? Auf einmal dieses C, ganz wichtig. Ja, schön. Ja, so, jetzt höre ich auf, euch zu belästigen in diesen heiligen Abendstunden. Ich sag einfach tschüss alle. Bye bye, everybody. Schreiben die tschüss oder so? Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, meine Stimme. Das kommt gar nicht verzögert. Meine Stimme. Also 12 Leute sind immer noch da, angeblich. Da. Danke. Tschüss, Isabel. Tschüss, Anita. Uta. Tschüss, Uta. Oder bis gleich, bis gleich. Mach mal hier die Orgel aus. Richtig aus, okay. Ja.